Wie glauben Sie, wirkt sich das auf Unternehmensstruktur, auf Organisationsstrukturen aus? Ja gut, ich meine, dieses Thema virtuelles Unternehmen, das kennen wir alle schon seit mindestens 10, 15 Jahren wahrscheinlich und kommt natürlich immer mehr und wir kriegen immer mehr Studien zu lesen, dass im Jahr 2010, 15, 2030 das völlig normal sei, dass man unabhängig davon, wo man sich physikalisch befindet, arbeiten kann. Und wir glauben und erfahren das ja auch in unserer eigenen sehr verteilten Organisation, dass sowas tatsächlich sehr gut geht. Wir sprechen uns auch nicht dafür aus, dass alles nur virtuell sein muss. Also das Treffen in der Kaffeeküche und abends mal gemeinsam ein Bier trinken, das ist alles sehr, sehr wichtig, klar. Aber wenn ich Teams habe, die mehr oder weniger eingespielt sind oder auch einfach mal ad hoc mit irgendeinem Fremden was machen muss, dann hilft es sehr, wenn ich auf solche Tools zurückgreifen kann. Wenn ich einen Sales Review Call mache mit meinen Geschäftsführern in den 8, 9 Niederlassungen, dann mache ich sowas natürlich erstmal per NetViewer, weil da kann ich einfach alle am Tisch haben. Es muss keiner reisen, was zwischen Stockholm, Barcelona, Madrid natürlich dann schon sehr viel Koordinierungsaufwand bringt. So muss nur jeder irgendwie verfügbar sein und wenn es sogar aus dem Homeoffice heraus ist oder wenn er beim Kunden ist oder an der Tankstätte, an der Raststätte steht, übers Internet. Also es macht auch nicht an der Unternehmensgrenze Halt, diese Tools? Nee, also das ist der Faktor, auf den wir auch besonders viel Wert legen, dass es eben geht. Und vor allem, dass es sehr, sehr einfach auch geht, nämlich jemand extern mit einzubinden. Ich habe eine Formulierung in einem Vertrag, die ich mit einem Anwalt durchsprechen muss. Dann will ich, dass es eben schnell und ad hoc geht. Wenn ich eine Werbeagentur suche, wir suchen im Moment gerade eine neue Werbeagentur, hatten 3 Firmen zur Auswahl, die in der ganzen Bundesrepublik verteilt sind, die haben mit unserer Software präsentiert. Die mussten nicht hierher fahren. Natürlich beim Zweittermin wollten wir die, bevor wir eine finale Entscheidung getroffen haben, persönlich kennenlernen. Aber dieses Präsentieren am Beamer, was die ja typischerweise da machen mit einem Dialog, sowas kann ich ganz genauso übers Internet machen. Die sind viel schneller, viel flexibler und sparen sich beide Parteien einfach sehr viel Zeit ein. Wenn Sie jetzt zum Beispiel mal so klassische Unternehmen, wie Sie sie eben schon beschrieben haben, dann angucken im Vergleich zu Institutionen wie Wikipedia oder Linux oder so. Haben die Tools für solche Unternehmen eine andere Bedeutung? Ich schätze mal, dass die Tools und das Unternehmen sich immer vertragen. Also der Unternehmenszweck ist immer irgendwie zielgerichtet. Mhm. Und es geht wahrscheinlich, die meisten Unternehmen haben immer eine Wettbewerbssituation, muss sich immer irgendwie am Markt behaupten, man will immer vorankommen. Und das gilt für einen hochkompetitiven Wettbewerb genauso wie für einen NGO, der will auch irgendwelche Ziele erreichen. Und die meisten Unternehmen haben wahrscheinlich mittlerweile irgendwie überregionale Tätigkeit. Der Bäcker vielleicht nicht so sehr, der verkauft seine Brötchen über die Theke, aber jeder Dienstleister, jedes produzierende Unternehmen oder auch jeder, Brainworker arbeitet wahrscheinlich mit irgendwelchen Leuten zusammen, die nicht direkt jetzt immer nur vor Ort sitzen. Und ich glaube, dass es ja das Schöne, relativ unabhängig ist vom Unternehmensinhalt, worüber man kollaboriert, so wie ich ein Handy auch für alle möglichen Zwecke verwenden kann und dem Faxgerät auch egal ist, was ich gerade über das Faxgerät abwickle. Frage ich mal andersrum. Ihr Businessmodell, sage ich einmal, ist ja schon relativ klar Business to own. Software to own, Entschuldigung. Eigentlich nicht to own, sondern Software as a Service. Sehen Sie dafür einen Zukunftsmarkt? Ja, das ist ganz klar unser Markt, das ist unser Business Model. Wir bieten schon beides an, weil insbesondere in Europa im Vergleich zu den USA der Faktor, ich muss es besitzen, ich muss es in meiner Bilanz stehen haben, schon sehr viel wichtiger war, als es eben in den USA schon immer war. Wir spüren aber gerade einen ganz deutlichen Trend, der hin zum Mieten von Services geht. Also ich muss die Software eben nicht mehr besitzen, ich muss sie schon gar nicht irgendwo in meinem Keller stehen haben als echte Server. Sondern ich will als Marketingmensch jetzt einfach einen gewissen Dienst nutzen. Ich will nämlich visuell kommunizieren in Echtzeit mit jemandem aus dem Unternehmen oder mit jemandem außerhalb des Unternehmens. Und wie das technisch funktioniert, ist mir eigentlich völlig egal. Das Einzige ist, ich will von meiner IT das okay haben, dass ich sowas nutzen darf. Also es muss sicher sein, es darf meine Unternehmensbelange nicht tangieren. Aber ansonsten will ich so schnell wie möglich so einen Dienst, wenn ich ihn dann identifiziert habe, nutzen. Und das funktioniert mit Software as a Service viel schneller, weil ich mich einfach anmelden kann dafür. Ich habe sofort die Software zur Verfügung oder den Dienst und ich kann jederzeit nutzen. Ich kann dann auch immer kostenlos nutzen. Wenn es dann gefällt, dann muss ich dafür bezahlen. Wenn nicht, dann sage ich, okay, war halt nichts für mich.
Aber ich muss nicht jetzt irgendwie ein Projekt aufsetzen, ich brauche nicht externe Berater oder Softwareleute im Haus, ich muss nicht meine IT-Leute einplanen, abstimmen, sondern ich kann schnell mal eben das machen und ganz wichtig, ich kann das sukzessive machen. Eine ERP-Software, eine CRM-Software, die führen Sie nicht einfach mal schnell an zwei, drei Arbeitsplätzen ein, um es mal auszuprobieren. Da ist immer gleich die ganze Unternehmung mit all ihren Prozessen involviert. Es ist eine Kommunikationslösung, das geht. Sie müssen nicht jedem Mitarbeiter im Unternehmen ein Handy geben. Sie können sagen, jetzt probieren wir es mal aus und wenn es gut ist, dann mache ich das. Mhm. Und das Gleiche gilt mit unserer Software. Wenn Sie Ihre Software jetzt mal abgrenzen, bezüglich Vorteile rausstellen wollen gegenüber Tools, die es heutzutage doch im Web für sehr, sehr viele Anwendungen auch für frei gibt, was sind die schlagenden Argumente? Na gut, muss natürlich genau hingucken, was man mit was vergleicht. Also grundsätzlich, solche Tools, wie wir sie anbieten, die gibt es ganz, ganz wenig frei im Internet. Und wenn, dann nur mit eingeschränkter Funktionalität oder viel, viel komplizierter zu nutzen. Da komme ich eben nicht einfach durch Firewalls hindurch, sondern ich muss die Software installieren oder ich muss sie zumindest konfigurieren, ich muss vielleicht Firewalls freischalten oder im Fall von NetMeeting, da treffen die Sachen ein. Das gab es immer schon for free von Microsoft. Es war nie ein Thema als Wettbewerb für uns, weil NetMeeting zu nutzen macht einfach keinen Spaß. Also wenn Sie ein Handy hätten, wo Sie jedes Mal erst mit der Kurbel das Ding starten müssten und hinterher nochmal eintippen müssen, Ihren gesamte Adresse und was weiß ich was, bis Sie überhaupt sowas nutzen können, dann macht das keinen Spaß. Okay. So etwas muss schnell und einfach funktionieren. Und dieser Ease of Use, diese Einfachheit, die ist sicher der ganz große Effekt, den wir nutzen oder bieten können. Thema Sicherheit? Spielt genauso eine Rolle, klar. Also wir haben mittlerweile 800 Banken als Kunden, Banken oder Versicherungen. Und die allein würden natürlich nicht auf NetFuture vertrauen, genauso wie viele, die meisten unserer anderen 15.000 Kunden, wenn das Ding nicht sicher wäre. Ganz klar, weil wer will schon, wenn es um interne Themen geht, und sehr häufig geht es um sehr wichtige interne Daten, Umsatzzahlen, Kosten, Pläne, Entwicklungen, Produkte, da will man sich absolut sicher sein, dass kein Wettbewerber oder kein sonstiger Fremder irgendwie an Daten rankommt. Deswegen muss es natürlich extrem sicher sein.